Glück. Hey du. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Das werden wir ja sehen, Herr Süßwassermatrose. Man könnte meinen, bei dem optischen her setzt der Wasser-Pokémon ein. Was ist? Er setzt eine Waschmaschine ein. Laut Julia drin. Nein, Drachen. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Der hätte weghauen müssen. Das bleibt nicht ohne Folgen, ja. Deswegen bin ich jetzt auf Fassade auch gegangen. Jetzt aber. Mhm. Meine ich auch. Komm. Da bleibe ich interessanter mal, weil... Da bleibe ich aus Neugier mal drin, welcher besser abschneiden wird. Habe ich gerade abschneiden mit P geredet oder was? Lippen trocken wie schnell. Na gut, wenn der so weitermacht, ist er der Bessere. Schneller, stärker. Er ist jetzt dreimal geboostet. Für nix. What a waste. Liebe Eldra, komm. Jetzt gehe ich mal bewusst zu Grachnack. Der ist sowieso nicht mehr weit vom Level-Up entfernt. Liebe Eldra, ja? Noch nie gesehen. Man hätte... Das ist so interessant. Knackleon, die Entwicklungsstufe, was überhaupt nicht passend ist, irgendwie. Meiner Meinung nach, aber gut. Er hat sogar zwei Libeldra. In der Smaragd waren sie vernünftig, haben ein Libeldra gegen Setra King ausgetauscht. Und im Remake, da hat er kein Draschel, aber dafür Setra King. Und trotzdem zwei Libeldras. Ja gut. In den Rückkämpfen sah es sowieso wieder ganz anders aus. Da hat er ja alle möglichen Drachen gehabt. Ah ja, jetzt kommt Brutalanda. Einer meiner liebsten Pokémon hier. Oh, das gibt's nicht. Jetzt habe ich einmal nicht getroffen. Lass mir das nicht zum Verhängnis werden. Und Flugzeugabsturz. Tot. Hervorragend. Das muss man sagen. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh, geh weiter. Der Champ erwartet dich. Geh mit Arceus, aber geh. Arceus, wie auch immer. So, wir werden gleich sowieso nochmal auf Sabine gehen müssen. So.
Flammenwurf auffüllen. Denn jetzt... Ihr wisst doch alle, wer jetzt auftaucht. Der Champ ist kein anderer als... Troy Trump. Trump, Entschuldigung. Ich habe schon drauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun, zeig es mir. Wie fast die gleiche Melodielinie dauerte. Ich bin bewusst deswegen auf Sabine gegangen, weil Stahl-Pokémon zum größten Teil. Aber direkt mit Panzer-Aeron. Direkt schon Metagross, das ist ein Signatur-Pokémon. Aber ich glaube, weil er auch Erdbeben kann, deswegen hat er direkt den eingesetzt, anstatt Stock. Weiß ich nicht, da gibt es auch andere Pokémon, die mehr drauf haben. Aber wahrscheinlich macht er einen One-Hit. Ja, alles klar. One-Hit. So. Aber was er hier kann, können wir auch. Komm. Erdbeben. So, Stolos, ja? Siehst du, das habe ich erwähnt. Ja, der ist wahrscheinlich nicht so stark und dass er one-hitten könnte für gegen Vulnona. Ich hätte auch Erdbeben machen können, siehst du? Aber reicht ja auch aus. So, das waren sie, die Stahl-Pokémon. Und jetzt kommen... Ja, die Fossil-Pokémon. Gebe ich jetzt dagegen vor? Willi ist so ein harter Brocken, im wahrsten Sinne. Ist ja auch der Balkiere von den Fossilen. Erstmal Sabine wieder, vorsichtshalber. Hm? Da mache ich jetzt kein Tamtam drumrum. Wundert mich, dass der keinen Flunkiefer hat. Vom Trugtrainer. War klar. Also gegen ihn wird hart. Erstmal durchkommen. Wollen wir noch mal gucken, wie viel wir jetzt mit Finte ausrichten. Könnte besser sein. Also müssen wir noch ein paar Mal... Ja, ich werde auch wirklich mit Dinges draufhauen, also mit Trugtrainer. Falls Funkiefer nicht mehr ist, muss Sabine nochmal herhalten. Aber hör mal, das sehe ich jetzt nicht, ey. Das läuft hier nicht.
Das könnte, ja, mit Antikraft könnte es aber wieder passieren, dass er sich wieder seinen Spezialangriff boostet. Sag ich aber, sehe ich nicht. Der versucht zwar echt immer wieder, ne? Machen wir jetzt. Ja, passabel. Also es geht schon. Müsste immer wieder durchkommen. Das macht der Top-Genesung. Aber gut, dass es die Spezialverteidigung dadurch nicht wieder erfrischt wird. Nur die KP. Och nee, komm. Nee, ich riskier's einfach nicht. Sorry. Gut, den hätte ich aber vorher gebrauchen können. Der kommt auch immer dann, wenn er gar nicht mehr sein müsste. Lepumentas. Ganz klar. Adanos Flutwelle. Okay, ich verstehe auch nicht, warum er... Was verbindet er bitte mit Lempumentas? Das ist Bodenpsycho. Das ist ja kein Stahl-Pokémon. Aber weil das vielleicht generell stärker ist als von Kiefer oder was? Na gut, weil das auch ein antikes Fundstück ist. Genauso wie die Fossilen. Hier haben wir das andere. Amaldo. Den kriegen wir wahrscheinlich leichter weggehauen, aber er vielleicht auch uns. Ein Schlitzer. Das war zu erwarten. Ich würde mal sagen, das war's. Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, Jan. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst, und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit ihrer Kraft antworten. Welche Gefühle bitte? Sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht Höns Neuer. Jan, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Ja? Wie? Für was? Was? Das kann nicht sein. Es ist schon vorbei? Ja. Siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Jan zu machen. Du hast es geschafft.
Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Du hast 143 Pokémon gesehen und 14 Pokémon gefangen. So langsam bekommst du den Bogen raus. Aber es wird immer schwieriger werden. Egal, aber dafür habe ich jetzt Pokémon nicht Let's Played. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Jan? Nein, neuer Champ. Komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Well, warte bitte draußen mit dem Professor. Nee, ich mach nur Spaß. Ist schon okay. So sind die Regeln. Jan, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder. Als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Wohl an denn. Speichern? Das erste Mal? Und es ging sogar. Heißt, wir könnten weitermachen. Selbst die Supporter-Pokémon, die kommen da alle mit. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Gut. Jetzt laufen hier die Credits. Aber... das war es erstmal noch lange nicht. Also, na gut, es kommen noch ein paar kleine Sachen, kommen jetzt halt noch dazu. Hier wird nochmal hier die Pokémon eingeblendet, die ich alle gefangen hatte. Ach schön. Weckt schon Erinnerung. Und da fahre ich im Sonnenuntergang Fahrrad. Fahrrad! Was soll ich sagen? Es war ganz nett. Wenn ich erstmal Pokémon Rubin beendet habe, geht's nach einer kleinen Pause dann weiter mit der Blattgrün-Edition. Ach schön, hier jetzt mit den Bergen und den Tannenwäldern. Einfach schön. Da fühle ich mich eher wohl. Aber echt hier ein Lob an die Leute, die in den Credits erwähnt werden, dass sie einen super Pokémon-Teil geschaffen haben. Wie gesagt, Blattgrüne steht dann als nächstes an. Ich glaube, da werde ich schon ein bisschen länger dran hängen. Weil... da steckt wirklich eine Postgame-Story dahinter auch. Kann ich schon mal soweit sagen. In der Blattgrün. Ah ja. Und da fahren sie nun nachts in der Stadt.
So schaut's aus. Ah, und hier nochmal eine kleine Musik. Komm, was soll's? Versuchen wir weiterzumachen.